Hallo, guten Tag. Jetzt machen wir weiter mit dem Novemberschnee, Kapitel 12. Das ist auf Seite 114. Wie das letzte Mal lese ich vor und ihr lest still mit in eurem Buch. Wörter, die ihr nicht versteht, unterstreicht ihr wieder und am Ende des Vorlesens könnt ihr diese Wörter wieder in euer Heft schreiben und Übersetzungen im Wörterbuch nachsehen und dazu schreiben. Praktisch wäre natürlich auch, wenn ihr nach jedem Kapitel in ein paar Sätzen eine kurze Zusammenfassung macht, nur von dem einzelnen Kapitel. Das spart euch Zeit am Schluss für die Zusammenfassung zur Vorbereitung zur Prüfung. Gut. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt alle Bücher auf Seite 114 aufgeschlagen, Kapitel 12, und dann fange ich jetzt an zu lesen. Dann saßen wir im Auto. Der Arzt hatte eine dicke Felljacke angezogen und eine Kappe mit gefütterten Ohrschützern aufgesetzt. Hinter sich, auf dem Rücksitz, stand sein Arztkoffer. Also, sie sitzen im Auto. Und auf dem Rücksitz, das ist die Bank, die Sitze hinten im Auto. Dort war der Arztkoffer mit allen Medikamenten und Utensilien, die ein Arzt nötig hat, bei einem Unterhausbesuch zum Beispiel. Im Wagen roch es nach Medikamenten und einem ziemlich starken Parfüm. Während wir den Ort verließen, schaute er mich immer wieder von der Seite an. Er fuhr vorsichtig, vorsichtiger als die freundliche alte Frau, die mich zu ihm gebracht hatte. In den zahlreichen Kurven auf dem Weg zur alten Mühle nahm er das Tempo stark zurück. Kurven, ja, mit dem Auto fuhren sie über eine kurvige Straße mit Kurven, mit Buchten. Und er fuhr viel langsamer wie die alte Frau. Irgendwann brach er das Schweigen. Du und dein Freund, ihr seid abgehauen, stimmt's? Ja. Warum seid ihr von zu Hause weg? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Du willst es nicht. Er griff ins Handschuhfach und reichte mir einen Schokoriegel. Hier, du hast sicher Hunger. Danach sprachen wir nicht mehr. Der Arzt konzentrierte sich auf die nach wie vor schneeglatte Straße und den immer dichter werdenden Verkehr. Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück und schloss die Augen. 2 Tage waren seit unserer Flucht aus dem Steinbruch vergangen. Mir kam es vor, als wären wir seit Wochen unterwegs. Der Arzt stellte seinen Wagen vor dem Hinweisschild zur alten Mühle ab und stieg aus. Den Rest müssten wir zu Fuß gehen, sagte er. Sein Auto habe keinen Vierradantrieb. Hinterher bleibe es noch stecken. Vierradantrieb. Ein Auto hat 4 Räder. Und wenn ein Auto Vierradantrieb hat, dann kann er durch einen Schnee oder so oder fahren. Das ist ein Vierradantrieb, wenn er von allen 4 Rädern angetrieben wird oder gebremst werden kann. Meistens ist es nur die vorderen 2 oder die hinteren 2. Und stecken bleiben, dann kommt er nicht mehr weiter. Gut. Außerdem sei es ja nicht weit. Als Kind sei er mit seinen Eltern sonntags nachmittags oft hier gewesen. Er habe diese Spaziergänge gehasst. Seitdem kenne er sich aber im Wald ganz gut aus. Schweigend stapften wir durch den Schnee. Ich hatte inzwischen Übung darin, der Doktor nicht. Alle paar Meter blieb er stecken und musste sich an mir festhalten, um nicht hinzufallen. Die Äste der Tannen hingen noch tiefer herunter als am frühen Morgen.
An freien Stellen türmten sich meterhohe Schneewehen. Wenn sich etwas auftürmt, das kommt von Turm, auftürmen, meterhohe Schneewehen, also es hat mit Schnee zu tun, die immer Schnee und Schnee, der immer höher aufeinander geht, meterhohe Schneewehen und Winde. Doch es hatte wieder aufgehört zu schneien. Am Himmel waren erste blaue Flecken zu sehen. Auch die Kälte und der Wind hatte nachgelassen. Er wurde schwächer. Der Wind war nicht mehr so stark. Trotzdem behielt ich die Kapuze auf. Der Arzt brauchte nicht zu wissen, wie ich ohne aussah. Das Haus schaute uns genauso abweisend entgegen wie in dem Moment, als ich von meiner Wanderung zur Raststätte zurückgekehrt war. Das sieht hier ja schrecklich aus, sagte der Doktor und blieb stehen. Bis vor 10 Jahren war das ein tolles Lokal. Bei gutem Wetter standen die Leute vor dem Eingang Schlange. Weißt du? Wisst ihr, was Schlange stehen heißt? Überlegt mal, was könnte das heißen? Ich stehe in einer Schlange. Auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel an ein Konzert geht und ganz viele Leute willen da auch hin, dann müssen sie vor dem Eingang in der Schlange stehen. Oder in Amsterdam beim Anne Frank Haus, da stehen sie immer ganz lange in der Schlange. Ganz viele Touristen hintereinander, Hunderte um den ganzen Block herum. Dann steht man in der Schlange. Sieht ja aus wie eine Schlange. Der letzte Besitzer konnte nicht mit Geld umgehen. Der hat den Laden völlig runtergewirtschaftet. Sehr schade. Also der ist bankrott gegangen. Ich fasste den Doktor am Ärmel. Kommen Sie, sagte ich und zog ihn vorwärts. Was interessierten mich seine Geschichten? Jetzt ging es um Tom. Der lag in der düsteren Kammer, wie ich ihn verlassen hatte. Seine Augen waren geschlossen. Er reagierte auch nicht, als ihn der Arzt mit einer zierlichen Taschenlampe anleuchtete. Wie ich sie vom Halsuntersuchungen kannte. Taschenlampe. Eine Lampe, das wisst ihr. Eine Taschenlampe, eine Tasche. Eine Einkaufstasche. Jacques-Lamp. Taschenlampe. Von einem Jacques, einen Lamp. Taschenlampe. Vorhin hat er noch mit mir gesprochen, sagte ich. Der Doktor öffnete wortlos seine Tasche und begann mit der Untersuchung. Puls, Blutdruck, was weiß ich. Schließlich schob er Tom den blutverkrusteten Pullover hoch. Die Schussverletzung schien ihn zu erschrecken. Also der Doktor erschrak, als er das sah. Es hat ihn erstaunt, erschrecken. Im Schein der Taschenlampe sah ich, wie er heftig schluckte. Dabei hatte ich bis zu diesem Augenblick angenommen, Ärzte könnten nichts erschüttern. Lina dachte, bis zu dem Moment angenommen, sie hat geglaubt, dass Ärzte von nichts erschrecken, dass sie schon alles gesehen hätten, alle schrecklichen Sachen kannten. Aber dieser Arzt erschrak, als er die Wunde von Tom sah. Das ist also das Problem mit seinem Bauch, murmelte er. Was ist passiert? Jemand hat auf ihn geschossen. Wer? Ich schwieg. Wann? Gestern. Und da bist du erst heute Morgen zu mir gekommen? Helfen Sie ihm bitte. Der Arzt holte eine Schere
aus seiner Tasche und schnitt vorsichtig das T-Shirt auf. Die Höhe des Einschusses war es zerrissen. Der Doktor entfernte den Stoff in einem großen Kreis um die Wunde herum und säuberte sie mit Alkohol. Wenn er mich gebeten hätte, ihm zu helfen, hätte ich es getan. Beim Zusehen spürte ich nicht den geringsten Ekel. Beim Zuschauen spürte ich nicht den geringsten Ekel. Was könnte das heißen? Denkt mal kurz darüber nach. Also sie fand das gar nicht gruselig zu sehen, sie hatte keine Abscheu, kein Ekel, kein Walching haben. Tom schien von der Arbeit des Arztes nichts mitzubekommen. Er verzog nicht einmal das Gesicht. Wie sieht es aus, wollte ich wissen. Der Doktor verband die Wunde, deckte Tom zu und richtete sich auf. Er muss sofort ins Krankenhaus. Er hat viel Blut verloren. Ich meine, wird er es schaffen? Fragte ich. Jetzt holte der Doktor ein Handy aus der Tasche seiner Felljacke und tippte eine Nummer ein. Dr. Schmidt hier. Schickt bitte einen Rettungswagen in die alte Mühle. Wie bitte? Ja, genau. Herrgott. Ich weiß, dass das Haus nicht mehr bewirtschaftet wird. Ein Schwerverletzter. Schusswunde. In einer halben Stunde? Seid ihr verrückt? In Ordnung, bis gleich. Sie fahren sofort los, sagte er zu mir. Wird Tom es schaffen? Wiederholte ich meine Frage. Bitte, Sie müssen es mir sagen. Der Arzt steckte sich eine Zigarette in den Mund. Du auch eine? Fragte er. Ich schüttelte den Kopf. Es sieht nicht gut aus, sagte er dann. Gar nicht gut. Der Schusskanal ist entzündet. Was könnte entzündet sein? Der Schusskanal, die Schusswunde ist entzündet. Sie ist und Stoker? Ob und wie stark innere Organe verletzt sind, müssen Sie im Krankenhaus feststellen. Wird er sterben? Sterben? Der Arzt zog die Schultern hoch und blies den Rauch seiner Zigarette an die Kammerdecke. Ich hoffe nicht. Wie heißt du eigentlich? Lina. Richtig, Lina. Ihr habt die Bank überfallen. Stimmt's? Ich erschrak. Der Mann hatte mich trotz meiner Kapuze erkannt. Welche Bank? Fragte ich so unschuldig ich konnte. Ich habe eure Bilder gesehen, gestern in der Zeitung gesehen. Ihr seid die Fahrradbande. Wo ist eigentlich der Dritte? Wollte der Doktor wissen. Dieser Russe? Juri war kein Russe, sagte ich wütend. Er war Deutscher. Und wie Sie und ich war? Der Doktor brauchte nicht alles zu wissen. Ich war ihm dankbar, dass er so einfach mitgekommen war. Aber damit hatte es sich. Wortlos kniete ich mich neben Tom und wischte ihm den Schweiß von der Stirn. Wie er so dalag, sah er ganz friedlich aus. Aus seinem Gesicht war die Kälte der letzten beiden Tage verschwunden. Tom, rief ich. Er hört dich nicht, sagte der Arzt. Tom, rief ich ein zweites Mal. Jetzt bewegten sich einige Muskeln in Toms Gesicht und er schlug die Augen auf. Sie glänzten fiebrig, aber er erkannte mich. Lina, sagte er kaum hörbar. Ich streichelte ihn übers Haar. Du kommst ins Krankenhaus, sagte ich. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Es wird alles gut. Halt durch, Tom, bitte.
Er verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. Alles gut, murmelte er. Dann schloss er wieder die Augen. Er hatte seine Hand auf meinen Unterarm gelegt und hielt ihn fest. Ich spürte seinen Puls hastig und unregelmäßig schlagen. Er wird sterben, sagte ich zu dem Doktor. Warum geben Sie es nicht zu? Der ließ die Zigarette auf den Boden fallen und trat sie mit dem Absatz aus. In der Medizin ist nichts vorhersehbar. In der Medizin ist nichts vorhersehbar. Was könnte das heißen? Das Wort kommt von sehen, vor, vorspellbar. In der Medizin ist nichts vorhersehbar, sagte er. Dein Tom hat bestimmt keine guten Aussichten, aber er ist ein kräftiger Junge. Vielleicht schafft er es ja. Gut, nu is het dus handig als jullie die woorden die jullie niet hebben begrepen vertalen en in jullie schrift opschrijven. En in een paar zinnen een kleine samenvatting doen van dat hoofdstuk. Wat zijn de, of steekwoorden kan ook. Dat je ongeveer wist wat in deze kapitel geschehen is. Oké, bis zum nächsten Kapitel. Tschüss.